Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Vlog, würde ich mal sagen. Ich fahre gleich ins Autohaus und konfiguriere unser neues Auto. Liegt komplett in meiner Hand. Das wird mein Auto. Richtig? Ich kann nur nicht mitkommen, weil ich Du Zahnschmerzen hast habe. Zahnschmerzen. Das heißt, das Auto wird so, wie ich das will, weil du kommst nicht mit. Aber du kannst ja versuchen, etwas zu tun, damit es auch mir gefällt. Weißt du, was ich mache, damit es dir gefällt? Was denn? Ich bestelle eine Anhängerkupplung. Damit dein Garten fertig wird. Aber Mausi, du bist so hübsch heute. Lass das, sonst werde ich rot. Ja, richtig hübsch. Guck mal, er war mein Friseur. Ich finde den Bart so schön, dass er nicht so lang ist, wisst ihr? Dann sehe ich jünger aus. Und Hector geht's auch gut da hinten, da. Da. Okay, ich fahre dann mal. Und bis später, ne? Bis später. Tschö. So, ich sitze jetzt hier beim Autohändler und wir konfigurieren gerade. Was ich schon mal verraten kann. Oh, man sieht da ein Auto im Hintergrund. So, mach mal so. So. Da ist der Verkäufer übrigens. Das ist mein Bro. Was geht? Der wird komplett schwarz werden. Also schwarz auf schwarz. Und schwarzer geht's nicht. Ne? Oh, Handy fällt. Danke. Ich habe noch ein Attentat auf ihn vor. Er weiß noch von nichts. Wir haben jetzt mal konfiguriert. Ich habe nämlich da so ein Maxi-Cosi gesehen. Und da gibt es noch eine Dachbox für den Urlaub, habe ich gesehen. Dreck. Mal gucken, was da passiert. Wir sind gerade am Laden hier. Auf jeden Fall, die helle Ausstattung innen ging nicht. Was Anna sich gewünscht hatte, das konnten wir leider nicht mit der Ausstattungslinie, die wir gewählt haben, kombinieren. Deshalb ist der. Ja, was heißt das? Leider schwarz von innen, aber das ist ja komplett schwarz dann. Übrigens, bei dem Maxi-Cosi und bei der Dachbox hat er gerade so gemacht zu mir. Sehr seriös. Gucken wir mal. Oh, der sieht aber schön aus. So, der Wagen ist jetzt konfiguriert. Jetzt geht es noch darum, was mache ich in der Zeit, wenn ich kein Auto habe? Und jetzt müssen wir mal eine Verhandlung führen über einen Leihwagen. Gucken, ob der mir einen Lamborghini klar macht. Lamborghini, Lamborghini. So. Der ist jetzt schon abgefuckt. Ich will ja eine Dachbox. Ich will ja Maxi-Cosi. Was will ich noch alles haben? Ach, alles. Keine Überführungskosten. Ich will nichts bezahlen. Und Leihwagen auch für lau dann. Also, die Birne brennt schon bei dem. So, Brudi, was machen wir denn jetzt mit Maxi-Cosi? Dachgepäckträger. Brudi, lass dich überraschen. Geht auf den Nacken. Das war klar, Alter. Was habe ich noch gehabt jetzt? Winterräder haben wir noch mit reingenommen, ne? Ja. Ja, weil ich habe keinen Bock, die Dinger danach wieder verkaufen zu müssen. Ist eigentlich ein Problem für dich, wenn ich dich filme? Nö, ja, alles gut. Ja. Übrigens, nein, der ist kein Single mehr, ist vergeben, hat sich erledigt, ne? Die fragen nämlich immer bei Alex und so. Der ist ja Single, mein Kumpel. Ist vergeben, fragt nicht. So, wir haben hier den Vertrag schon. Das Angebot meine ich. Ich gehe das nochmal durch am Wochenende und schaue mir das genau an. So. Und dann gucke ich, ob ich alles gut angekreuzt habe. Und Montag wird dann bestellt. Genau. Und er hat mir versprochen, dass der Wagen in spätestens 2 bis 3 Monaten da ist. Und ein anderer Kumpel von mir hat gegen mich gewettet, hat gesagt, der ist nicht früher da als ein halbes Jahr. Und da wettest du auf jeden Fall gegen. Also der ist safe in 3 Monaten hier, sagt er. Sind wir gespannt. Einen wunderschönen Morgen wünsche ich euch. Wir haben jetzt 8:55 Uhr und müssen in 5 Minuten raus. Für uns geht es heute zum Friseur, zu unserer lieben Freundin Tizi. Die macht uns heute die Haare schön. Klein Vivi ist nicht dabei. Sie hatte keine Lust, so früh aufzustehen. Dann hat sie halt eben Pech. Nee, sie wollte auch ihre Haare wachsen lassen, also sie wollte nichts an ihren Haaren verändern. Sie findet das immer noch schön. Ja, es geht auf jeden Fall los. Ich hatte gestern den ganzen Tag Zahnschmerzen, weil meine Zahnspange hat neue Bögen bekommen. Und ich weiß nicht warum, normalerweise tut das nicht so krass weh, aber ich denke mal, wegen der Schwangerschaft jetzt empfinde ich das noch viel stärker und das hat echt wehgetan gestern. Und ja, ich habe eine Paracetamol genommen, aber die hat jetzt auch nicht wirklich viel gebracht. Heute geht es einigermaßen, ich kann aber auf der Seite überhaupt nicht kauen. Ja, wir fahren mal los.
mal, wo wir sitzen. In unserem Smart. Unser Smarty Smart ist weg. Ich liebe mein Auto. Wie weg? Der ist wieder da. Hab ich doch gerade gesagt. Nee, mein, unser Smarty Smart ist weg, hast du gesagt. Nein, ist wieder da. Ich liebe unseren Smart, der war jetzt 3 Wochen nicht da. Ja. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie dieses Auto einfach fehlt. Also solltet ihr euch überlegen, ein zweites Auto zu holen, ein Smart. Er kostet nichts. Ja, du hast zwar überholt, aber... Nur ein Problem. Ja. Die Rechnung, die Reparatur war diesmal so teuer wie fast ein ganzer Smart-Motor. Ja, ich weiß. Ja. Aber es ist ja nur das Teil. Wenn das kaputt geht, dann ja. Ja, das ist jetzt flatschneu, ne? Ja. Dieses Teil. Also, wir haben Folgendes, und zwar Steuern im Jahr für den Smart. Soll ich das sagen? Komm, sag, billiger als Fahrradfahren. Komm. 20 Euro. Scheiße. Das einzige Problem ist, der muss weg. Hier fehlt nämlich ein Sitzplatz. Ja, das ist das, was, wo ich sage... Very sad. Das ist wirklich verdammt schade. Ich weiß nicht, vielleicht behalten wir den, falls ich alleine mit Baby fahre oder du alleine mit Baby. Ja, oder wir machen alleine. Das so, weil du bringst es einfach nicht übers Herz, den zu verkaufen. Ne? Richtig? Es ist Gold wert. Ey, jede Parklücke, jede. In der Stadt null Probleme. Kannst du so auf der Straße wenden. Das ist wirklich, ich liebe dieses Auto. Ich wollte euch nur sagen, dass ich mein Auto liebe. Ja, und dass ich wahrscheinlich, also ich habe jetzt längere Haare bekommen, aber ich denke, ich mache doch wieder Locken, ja. Baba-Locken. Ja. Und trotzdem lasse ich die Haare lang, dass ich Zopf und Locken habe wieder. Ach, schön. Also im Wechsel. Machen wir. So. So Leute, wir sind jetzt bei Tizi und mach mal, wie macht das Kind immer, wenn das Hunger hat? Ich besorge jetzt was zu essen. Schnell. Schnell, 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 schnell. Ich bin viel schnell. Okay, bis gleich. Ciao. So. Da ist er. Oh, in der Kamera die Hand. Und für mich ein Kapu. Mal gucken, wie sie reagiert. Ich habe einiges gekauft, damit ich nichts falsch mache und nichts vergessen habe. Let's go. Hi. Was geht denn hier ab? Seid schon voll dabei, ne? Ja. Wir suchen gerade die Farbe raus. Kann Essen erst bekommen, ja. Ja, safe. Ja. So. Ich habe jetzt wieder Baba Locken. Und erstmal gönne ich mir jetzt so einen Chai hier. Schmeckt. Anna ist gerade auf der anderen Seite noch busy. Gucken wir mal, was sie macht. Also, ich habe mir jetzt ein paar braune Strähnen setzen lassen, damit ich nicht immer wieder meinen Ansatz färben muss. Und ja, das bleibt jetzt da drin und dann wird das rausgewaschen. Was denkt ihr? Wird das schön aussehen oder schön aussehen? Sven hat nämlich Babalocken. Tizi wollte dem eigentlich die Haare blond färben. Hätte ich keine Locken haben dürfen. Aber dann hätte er keine Locken haben dürfen. So, und das war die Entscheidung zwischen mach ich oder mach ich nicht. Hi. Was geht bei dir jetzt? Ich habe braune Strähnen. Babasträhnen? Babasträhnen. Ach, ich muss wieder unter den Heizstrahler. Ich bin mal wieder weg. Ja, aber jetzt ganz schnell. Aber ich glaube, ich bin eigentlich fertig, oder? Ja. Tizi, was sagst du? Fertig. Fertig, okay. Ja. Soll ich das Ding mal aufmachen? Ich mache es gleich sofort. Okay. Okay, immer. Hatte ich auch gerade so einen Müdigkeitsanfall. Hä? Ich hatte auch gerade so einen Müdigkeitsanfall. Ja. Boah, gehen. Jetzt muss ich nicht mehr zum Friseur so oft. Mhm. Sehr natürlich. Schick, bist du schon fertig? Ja, ich muss nur noch füllen. Und dann fertig? Ja. Boah, Tizi, heute früh Feierabend oder was? Ja, doch. Krass. Sieht schön aus. Und die Farbe gefällt mir sehr. Ist nicht mehr so blond, ne? Ne.
So, und der Baba ist immer noch zufrieden mit den Babalocken. So, was essen wir denn gleich, Frau X? Erstmal Training und so und dann Video muss ja noch rein, YouTube-Video. Können wir die anhauen auf Nacken von Tizi? Tizi? Kriegen wir gleich. Baba Locken und Baba Farbe ist drauf. Danke. Ich habe mir jetzt ein paar dunklere Strähnen setzen lassen und eine Tönung drüber gemacht, damit wir nicht immer wieder den Ansatz färben müssen. Gerade in der Schwangerschaft ist das nicht so cool, ne? Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Denkt dran, kommt bei der Tizi vorbei, die braucht ein paar Follower. Ihr wisst Bescheid, ne? Ab nach Bochum mit euch. Ciao. Tschüss.